ganz schmutzig. So, meine Freunde, wir gehen jetzt in die Call of Duty Fangirl Champion Hill Alpha rein. Ich bin hyped, mal gucken. Wir gehen rein, alle. Wir gehen rein. We will see. Boah, spannende Musik und so. Sledgehammer Games. Die Musik im Hintergrund erinnert mich irgendwie ein bisschen so an Dschungel. So Prince of Persia, so Hintergrundmusik, ich schwöre. Wüste, Dschungel, sowas. Alpha, Baby! Okay. Oh, Bild ist V. Oh yeah, Videosequenz, immer geil. Manchmal gibt es einen Job zu erledigen. Tschüss. Vielleicht einen Irren aufzuhalten. Einen Krieg zu gewinnen. Oder die Welt zu retten. Dann rufst du am besten die Profis. Die klären das. Ganz schnell. Ganz schmutzig. Profis allein. Wenn es einen Job zu tun gibt, sind es Profis, die das erledigt kriegen. Willkommen bei Champion Hill. Wuhu. Ja. Schau mal, was da abgeht. Ich habe gestern schon ein, zwei Ründchen tatsächlich gespielt. Aber daraus konnte ich mir noch nicht so einen ersten Eindruck bilden, weil ich nach der Mannschaftsfeier gekommen bin, hatte 1, 2, 3, 4, 4 drin. Jetzt mal nüchtern ausprobieren und mir wirklich jetzt einen Eindruck machen. Gestern war das Spiel so für mich ein Game, so 7 von 10. Aber heute wollen wir mal schauen. Und heute mache ich mir dann ein Bild. Mal schauen. Mal in der Alpha, was kann man in der Alpha machen? In der Alpha gibt es ja am Anfang der Runde, man steht ja in so einer Arena, da kann man Willkommen sich hier bei Champion an vier Hill, Boxen Freunde. Einkaufen, Sachen einkaufen. Das Team hat jede Menge Leben übrig. Wenn wir alle Leben verlieren, sind wir erledigt. Das letzte verbleibende Team gewinnt. Ausrüstung an den Vorratsstationen besorgen. Durch das Ausschalten von Feinden gibt es mehr Geld. Man kann auch das Geld vom Boden aufnehmen. Ja. Und mit Steuerkreuz rechts kann man seine Waffen abnehmen. Du hast es schon gemacht. Ich bin ready. Boah, hier gibt es im Game 6 Waffen in der Alpha. Kann man spielen. Da kann man sich hier Ausrüstung kaufen. Jeweils auch 6 Stück. Hier 7 Vorratsstationen. Unterstützende Sachen. Noch 10 Sekunden bis zum Start.
Spionageflugzeug. Zusätzlich sehen kann man auch kaufen. Und hier Extras. Ja, jedes Team hat 12 Leben. Und wir spielen mit 8 Teams. Immer jeweils 2 gegen 2. In so einer Arena. Willkommen hier bei Champion Hill. Alle anderen Teams müssen besiegt werden. Ah, guter Mate, Junge. Da, da. Boom, Junge, get out of here. Nein! Noch 10 Sekunden. Wieder da, wie? Gut. Vorsicht, es sind weniger als 10 Leben übrig. Jawohl, wir holen uns ihre Leben. Let's go. So, jetzt seht ihr, wir haben das Spiel gewonnen, weil wir haben die 6-mal geholt, die uns 3-mal. Und dann spielen wir gegen den nächsten Gegner. Neues Spiel, neues Team, neue Chancen. Und jeweils immer andere Maps. Das ist super gut gemacht. Und immer wenn Gegner sterben, kann man sich Platten aufheben. Für mehr Leben. Ja, let's go. Mate ist stark. Mate ist sehr stark. Vorsicht, es sind weniger als 10 Leben übrig. Oh, oh, oh. Ey, Junge, chill doch mal. Heb doch mal die Platte direkt auf, Mensch. Noch 10 Sekunden. Vorsicht, es sind weniger als 10 Leben übrig. Unentschieden, trotzdem, wir haben nur noch 6 Leben. Get alive. Ah, Junge, come on, ey. Vorsicht, es sind weniger als 10 Leben übrig. Die Easy ist ausgeschaltet. Noch 10 Sekunden. Nur noch 4 Leben übrig. Er gibt mir Wallbang. Ja, was ist einfach auch krass, man kann richtig viel Wallbang, ne? Guck mal, unentschieden, wir haben aber wieder nur 3 Leben von 12. Also zurzeit sind wir nicht gut dran. Stimmt, zwischendurch gibt es auch noch Kaufrunden, da kann man sich Sachen kaufen. Das ist die Chance zum Neuausrüsten. So, was ich mir jetzt auf jeden Fall erstmal hole. Ey. Sind Spionageflugzeug, komplette Platten. Was gibt's hier noch? Geist hole ich mir noch. Und da hole ich mir die Bar und die Abwehrleiter komplett. Noch 10 die Bar soll, ist eine Alpha. Einfach Meta, Digga, sagen wir so. Die ist so OP.
Ja, wichtig, wichtig. Ist noch übrig. Los jetzt! 10 Sekunden! Nein! Fuck, Digga! Jawohl! Wir holen uns ihre Leben! Ein Leben haben wir noch als Team. Ganz schwierig. Ganz, ganz schwierige Sache hier. Ja, wir müssen gegen solche Triads spielen. Unfassbar. Ist noch übrig. Los jetzt! Du bist der Letzte auf den Beinen. Es ist an dir, Soldat. Team Baker wurde eingesackt. Nur noch 6 Teams übrig. Unser Team wurde eliminiert. Durchatmen Platz. Und wieder raus da. Goldene Mitte. Mit einem Random Mate. Aber ich muss sagen, als Alpha, es wird spannend. Leute, ne? Alpha, guck mal, jetzt mein erstes Game gespielt auf nüchtern. Ich kann mir jetzt einen Eindruck machen. Hat ein bisschen Spaß gemacht, muss ich sagen. Der Game Mode könnte nicht für alle dementsprechend sein. Aber es ist eine Alpha, das Movement wird noch angepasst. Die Waffen sind okay, es ist mal was anderes, finde ich. Es ist nice. Aber sonst, ja, es ist eine Alpha. Wir schauen uns die Beta an.